Radio Frankfurt, mein Frankfurt. Die Samstagabendshow mit Rapper, Produzent und Szenelegende Hasan Amuri. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Es ist Samstagabend, 20 Uhr. Und wir sind wieder zurück live aus dem Radio Frankfurt Studio mit der Sendung Mein Frankfurt. Jeden Samstag von 20 bis 22 Uhr. Gut gelaunt am Start. Fast ausgeschlafen nach einer richtig geilen Nacht gestern Freitag bei uns im Noah. Und natürlich, wie gewohnt, habe ich einen Gast. Heute habe ich den Brani im Haus. Brani kennt ihr natürlich, Bristol Bar, Chicago Williams, Geckos Group, Geckos Haus, dies, das. Herzlich willkommen, mein Lieber. Gute, lieber Hasan. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Voll cool, dass du da bist. Bist du fit? Du, prinzipiell bin ich nicht ganz fit. Die Nacht gestern war doch ein bisschen kürzer als gedacht. Ja, weil du back bist, gell? Du bist back. Ja, die Bristol war nach langer Zeit, 11 Monate waren wir zu. Haben jetzt dieses Wochenende wieder aufgemacht und dementsprechend war es doch gestern etwas fröhlicher. Ja, das ist doch cool. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ich meine, das ist ja dein Baby, ne? Ich meine, du heißt ja auch Bristol Brani, ne? Genau. So, das ist ja natürlich dein Baby, ja? Und wenn das 7 Monate zu ist, dann schüttelt ihr mal so das Chicago Williams aus dem Ärmel, so nebenbei, ne? Auch richtig geil, also ich war letztes Mal das erste Mal da, auch obergeil von der Einrichtung und danke. Ein einzigartiges Konzept in Frankfurt. Du, definitiv, aber das ist ja auch immer so ein bisschen, was mit meinen Partnern, Micky Alex, mit denen ich ja schon jetzt irgendwie 17 Jahre zusammenarbeite, ist ja schon immer wichtig auch, dass wir versuchen mindestens einzigartige Konzepte zu machen. Etwas, was es ja schon gibt in der Stadt, müssen wir nicht nochmal machen. Genau, das ist auch die richtige Einstellung, weil das hat man ja, man braucht ja jetzt nicht zum 100. Mal irgendwas. Du hast gerade gesagt, Micky und Alex, das ist Micky Rosen und Alex Oceano, kennt man natürlich auch vom Rumors zum Beispiel. Genau. Und Bristol, The Pure und Williams. Genau, ja. Auch, ich sag mal so, die erfolgreichsten Gastronomen Frankfurts. Du weißt ja schon nicht, ob sie erfolgreich sind. Doch schon. Wir geben uns schon Mühe, das zu sagen. Die individuellsten Konzepte. Ich freue mich, wenn du das sagst. Ich finde schon. Also ich glaube schon, weil ich meine, ich kenne ja noch ganz viele andere Sachen. Wir haben natürlich zum Glück auch viele kleine Abteilungen, so wie auch meine kleine Abteilung oder auch ein Parler und so. Ne? Davon lebt ja Frankfurt, ja. Aber ich glaube jetzt so vom Volumen her seid ihr es schon. Also mindestens würde ich sagen, dass Micky und Alex die Stadt sehr, sehr geprägt haben. Ja. Durch Konzepte. Seit 2003 arbeiten die beiden zusammen und schon auch Konzepte gemacht haben, die es so nicht gab. Allen voran natürlich das Rumors. Was, glaube ich, die Stadt auf jeden Fall auch nachhaltig verändert hat, 2009 aufgemacht. Ja, ja, definitiv. Und ist schon eine Legende in Frankfurt. Also ich glaube, das kann man bei aller Bescheidenheit schon sagen. Ja, ja, ja. Also vor allen Dingen ein Hauch von Ausland. So. Weißt du, was ich meine? Das hat so einen Flair reingebracht, ne? Den es vielleicht davor so noch nicht gab. Das stimmt. Bristol Bar, warum ist das so dein Baby, wo du sagst, das ist ja auch so ein bisschen deine Geschichte, ne? So, damit fing alles bei dir an. Genau, 2005 habe ich bei den Jungs angefangen, im Mai. Und in einem anderen Laden, wo ich aber nur relativ kurz war, in der damaligen Bar 54. Und so ein bisschen mit den Jungs so lieber auf den ersten Blick. Haben sie echt gut verstanden. Okay. Und ich habe damals noch so ein bisschen erfolglos studiert. Ein paar Semester. Mehr an der Bar gearbeitet, als wirklich zu studieren. Und bin dann zu den Jungs gekommen. Und relativ schnell besprochen, dass wir eine quasi Ausbildung machen. Also quasi heißt, ich war eigentlich nur in der Bar. Dann im Bristol Hotel. Das war damals, vielleicht erinnerst du dich noch, eine 24-Stunden-Bar. Das heißt, das war schon so. Ja, du konntest ganz spät auch was essen. Rund um die Uhr. Du konntest da immer kommen. Du konntest immer essen. 6 Uhr morgens, 14 Uhr, 18 Uhr, egal wann. Und das einen Burger, so einen geilen Burger, so einen frischen Burger mit Pommes und so, konntest du irgendwie, keine Ahnung, 4, 5 Uhr oder was weiß ich, immer essen. Das war unser Konzept, dass wir die Bar nie zumachen. Die hat keine Tür gehabt, weißt du? Geil. Das war das Krasse, by the way, als wir jetzt, die hat ja immer noch keine Tür gehabt und als wir jetzt zu Covid, also zum ersten Lockdown, haben wir zum ersten Mal gemerkt, dass diese Bar gar keine Tür hat, weil wir konnten gar nicht abschließen und so. Ach, es gibt gar keine Tür. Geil. Ja, ihr habt ja vorher auch noch nie zugemacht, ja. Und da habe ich 2005 angefangen. Okay. War eine wahnsinnig geile Zeit für mich damals. Ich war ziemlich jung, was war ich, 2005, 21 Jahre alt. Da waren Top-Barkeeper damals, die mich sehr, sehr streng auch erzogen haben zur Barkeeperei. Ich musste schon sehr ernst nehmen, also da durfte keine Flasche Tequila stehen oder rum. Dass ich nicht wusste, in welchem Fass das gelagert ist, aus welchem Holz und wie der Hund vom Master Distiller heißt, so ungefähr. Okay. Viel gearbeitet, viel gelesen, viel gelernt.
Und du weißt ja selber, wenn man irgendwas hart arbeitet, dann hat man immer so ein bisschen Gefühle dafür. Ja, und dann knapp 10 Jahre später habe ich dann den Laden so mit übernommen. Mit den Jungs habe mich eingekauft. Und dann ist natürlich schon so die Geschichte, als Azubi anfangen und irgendwas dann eigener Laden. Und jetzt bin ich schon 17 Jahre mit dem Laden verwandt. Bis jetzt hierhin, ne? Also geil. Und ich will eigentlich nie abgeben. Also es wäre schon so ein Ding, so da könnte man mir auch, ich keine Ahnung, egal welche Summe bieten, will ich das nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Das ist schon so eine Bar, das ist schon... Alles hat seinen Preis, aber das wäre dann ganz, ganz viel Geld, womit deine Partner sogar einverstanden wären, wenn du ihnen dann die Hälfte gibst. Das Ding, mach's. Das Ding ist einfach, das ist ja so ein, auch so ein Zuhause, weißt du? Das ist so, klar. Das ist meine persönliche Bar. Ist, wo ich immer zurückkommen kann, wo ich seit 17 Jahren bin, wo ich groß geworden bin. Also nicht vergessen, ich war damals 21, so sind 17 Jahre vorbei. Das sind schon Gefühle dabei. Also, ne? Ja, auch für die Menschen, für mein Team und so. Ja, vor allen Dingen, was natürlich halt total, was man auch raushört, muss man auch an der Stelle sagen, weil du gerade auch gemeint hast, ja, ich bin ja da gewachsen, hab da alles gelernt und so, ne? Das weiß man dann natürlich halt auch zu schätzen, weil jetzt kannst du das einsetzen. Absolut. Und man darf ja nicht vergessen, so man hat in diesen vielen Jahren wahnsinnig viele Erinnerungen. Klar. Und die sollen ja noch wachsen, ich bin auch gar nicht fertig mit der Bar. Unendlich. Quasi. Das ist geil, ja. Ja, Brani ist die nächsten 2 Stunden bei mir, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und vielleicht auch sowas ähnliches vorhabt und sich denkt, ey, ich brauche ein paar Tipps, und dann könnt ihr natürlich gerne Fragen tippen, egal wo, ins Handy oder in euer iPad oder sonst was, ja. Schreibt uns dann einfach unter 069 669 669 669 eine WhatsApp oder eine SMS, falls jemand noch weiß, was das ist. Wir sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Wir senden wieder live für euch und hoffen, dass ihr gesund seid, dass es euch gut geht. Hier direkt aus dem Radio Frankfurt Studio heute mit meinem Gast, den Brani aus dem Bristol unter anderem und dem Chicago Williams und. Die Gecko-Familie quasi wird heute von ihm vertreten. Schön, dass du hier bist. Freue mich sehr. Gut an alle. Yeah, du bist auch Eintracht-Fan, gell? Voll. Geil, ey. Herz und Seele. Das ist so geil. Die Frankfurter Familie ist eigentlich größer, als man denkt. Ist so. Wahnsinn, ja, geil. Ja, du hast vorhin erzählt, dass die Bristol Bar aufgrund natürlich Corona, muss man ja dazu, das wissen ja die meisten da draußen, jetzt die letzten 7 Monate zu war. Ja, 11 sogar. So 11 Monate. 1. November war der letzte Tag. Und dann hätten wir theoretisch gesehen im Sommer wieder aufmachen können. Okay. Aber ich habe mein Team aus der Bristol Bar mit rübergenommen in Chicago Williams, wo wir eine ziemlich geile Roofbar haben auf dem Dach. Oben, ja genau. Genau. Und da habe ich die Bristol Bar quasi aufs Dach vom Chicago Williams gepackt. Ah, okay. Und jetzt im Oktober war dann der Switch. Ja, die Roofbar geil. Wieder zu und jetzt ist die Bristol Bar wieder offen. Und hoffentlich bleibt sie auch offen. Ja, aber oben dann habt ihr dann eine gute Lösung für den Sommer gehabt. Absolut, absolut. Hat Spaß gemacht. Cool. Obwohl weil dieser Sommer nicht so geil war wie letztes Jahr. Leider, ja, stimmt. Der Sommer war nicht so gut, ja. Ja, aber geil. Und jetzt ist sie seit gestern wieder back. Wie war der erste Abend? Ja, Wahnsinn. Wie war das für dich vom Gefühl her? So, du standst ja dann gestern wieder stundenlang da, das erste Mal. Es war ein bisschen zu viel sogar, Hassan. So, okay. Das war so ein bisschen zu viel von den Gefühlen sogar, weil es kamen wahnsinnig viele Menschen. Okay. Auf die man echt auch Bock hat. Okay. Und auch mit jedem so willkommen heißen will, gebührend auch, weißt du? Ja, so. Und dann mit jedem mittrinken und so weiter. Und ich war so ein bisschen zu viele Gefühle, wie so ein, wie man sagt, wie ein Hund in der Parfümerie. Ne? Zu viele Eindrücke. Das ging stundenlang, also bis heute Morgen früh. Und ich war voll verloren in meiner Welt. Es hat extrem Spaß gemacht. Das war echt geil. Du warst natürlich, ist das so ein Backflash auch so ein bisschen. Voll. Und da ist das Bristol Bar auch ein bisschen so ein eigenes Publikum. Das ist halt extrem entspannte, coole Menschen, die halt auch in so eine Gegend gehen, die halt vielleicht nicht die beste ist in Frankfurt, muss man sagen. Na ja gut, es war das Viertel halt. Das ist keine Flaniermeile, ja. Die Ludwigstraße. Und trotzdem kommen echt immer viele Menschen zu uns, was ich nicht selbstverständlich finde. Ja, aber ich würde, wenn ich da hinkomme, komme ich ja dann auch nur wegen euch dahin. Das ist der Punkt, weißt du? Aber kommt ja keiner zu uns, der zufällig vorbeiläuft, das würde ich sagen. Nee, jeder kommt bewusst zu uns. Ja. Und auch nach jetzt... so vielen Jahren, wo wir die Bar haben, ich finde es nicht selbstverständlich. Also ich freue mich über jeden Gast, der zu uns kommt, weil der ist nicht zufällig vorbeigelaufen, sondern ist bewusst zu uns gekommen. Und das finde ich schon immer eine Ehre. Obergeil. Hast du auch Feedback gestern bekommen, sodass dann Leute gesagt haben, Alter, zum Glück seid ihr wieder da. Ohne Ende. Weil es gibt natürlich Leute, die dann auch darüber hinaus gar nicht so viele in andere Locations gehen. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, also nur so ein bisschen so, ich habe so meine 1-2 Bars, wo ich gerne hingehe. Und eins davon war dann die Bristol Bar.
endlich seid ihr wieder zurück, haben sich gefreut. Voll, also das Feedback war wahnsinnig und es war natürlich für mich auch so ein bisschen herzergreifend zu sehen, wie sich manche Leute darüber freuen, dass wir wieder da sind und dass wir wieder kommen können. Mm-hmm. Geil, das ist natürlich echt ein cooles Feeling. 11 Monate. Wobei ich dir sagen muss, also mir wäre lieber gewesen, wir hätten nicht zugehabt. Also gar nicht diese 11 Monate, meinst du? Ja, wäre geiler gewesen, als ich gekommen wäre, ja. Ja, ja, klar, ja, für viele, ne. Aber im Nachhinein glaube ich, dass wir, weil es ja so war, ne, auch vielleicht so die positiven Sachen rausziehen müssen. Weil müssen wir. Ne, sonst wir haben ja gar keine andere Wahl. Ja. Du kennst es ja auch als Selbstständiger. So, man muss ja immer weitermachen. Also es bringt ja nichts und das Beste, was mache, wie du sagst. Und Gott sei Dank, ich glaube, genauso wie du, sind viele einfach positive Typen. Ja, Kämpfertypen sozusagen. Ja, ich sehe, also wir beobachten uns ja unbewusst auch immer, ne, über Social Media, was jeder macht und so. Und wir haben doch gearbeitet, wir haben doch, weißt du, so in der Zeit, wo alles zu war, haben wir doch gearbeitet. Und ganz im Gegenteil, voll viele Leute kamen immer und sagen so, gibt's auch mal irgendwie, kann man dich auch mal ausstellen? Aber was glaubst du, was dann so mit deinen Erfahrungen, glaubst du, dass ein bisschen das Ausgehverhalten verändert worden ist durch Covid oder ist es alles gleich geblieben? Nein, ich glaube schon. Ich glaube, dass sich ein paar Sachen geändert haben, weil man darf nicht vergessen, 2 Jahre, das ist schon eine harte Nummer. Also 2 Jahre und immer noch drinne. Also wenn du das genau beobachtest, merkst du, dass sich natürlich der Mensch etwas verändert hat und dass die Ausgehmentalität sich auch ein bisschen ändert. Ich glaube zum Beispiel daran, dass sehr lange waren Diskotheken, Clubs und so zu. Ja. Ich sehe, ich beobachte auch, und das ist jetzt kein Scherz, ich beobachte ganz krass, dass die Kiddies, die jüngeren Leute, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in unsere Etablissements kommen, weil sie vielleicht noch zu jung sind, 18, 19, ist ja auch nicht unser Zielpublikum, ja. Aber die beobachte ich, das sind ja normalerweise Leute, die gehen in Clubs. Ja. In so größeren Clubs, wie zum Beispiel das Gibson oder so. 19, 20, 21, 20, ist ja auch das Publikum, ist ja auch super, dass es sowas gibt, ja. Aber ich glaube, dass, also man beobachtet, die gehen auch viel in so andere Bars oder auch so ein bisschen Shisha-Bars und die gehen in Cafés. Cafés, beobachte mal auf der Berger Straße, die Cafés, die sind voll mit jungen Menschen. Abends auch, meinst du? Abends, ja. Hatte ich noch nie gehabt, habe ich noch nie gemerkt. Also was man sagen muss natürlich, dass sich so die Ausgehkultur hat sich verändert, wenn man es vergleicht, so kann unsere Zeit, 90er Jahre oder Nullerjahre, die Bars haben sich ja verändert und sind clubby geworden. Also viele Bars, die einen DJ haben, wo man tanzen kann. Natürlich, und dadurch ja ein bisschen auch in Anführungsstrichen Konkurrenz zu Clubs geworden. Und ich glaube, früher war es dann anders. Man ist irgendwie essen gegangen und dann in eine Bar und dann in einen Club. Ja, ja, und das ja, überspringt man auch. Viele Restaurants sind ja mittlerweile clubmäßig geworden, dass natürlich. Du Restaurant isst und danach doch, kommt DJ. Wir können doch jetzt heute Abend können wir doch zum Goran gehen und können da geil essen. Genau. Ja? Und danach tanzen. Und danach trinken wir was an der Bar. Dem, wir sind in der Bar und danach sind wir 1 Meter nebendran im Club quasi. Voll. Wir können das volle Programm machen. Kann ich bei dir auch machen. Kannst du bei mir auch machen. Und auch diese vielen neue Konzepte. Bashuka fällt mir ein, Ialdi fällt mir ein. Ja, tolle Läden. Und da ist ja das Gleiche. Du hast ein Restaurant und kannst danach einen fantastischen Drink zu dir nehmen. DJ kommt. Kannst da bleiben. Heißt, im Prinzip, aber es ist natürlich die Frage, ist das eine coole Entwicklung? Ist das nicht cool? Ist das normal? Das ist für mich persönlich ist das eine sehr, sehr gute Entwicklung. Das ist natürlich, vielleicht sieht es jetzt ein Clubbesitzer, jemand, der nur Clubs hat, anders, ja. Ich finde das einen ganz großen Schritt nach vorne für unsere gesamte Entwicklung, weil so Leute wie wir, die andere Konzepte haben, individuelle Konzepte haben, die vielleicht auch gar keine Clubs haben wollen, unterschreibe ich dir, ich will keinen Club. Wirklich. Im Endeffekt aber ist so es kleine ja gut, Linie. Verschiedene Konzepte zu haben, dass auch für jeden das Richtige dabei ist. Ja, ja. Solange alle irgendwie mit Herz arbeiten und was Cooles machen, ich gönne jedem auch Erfolg und freue mich, dass es Auswahl gibt. Wenn es etwas ist, was er leidenschaftlich. Also ich mag zum Beispiel keine Leute, die das nur machen, um sich die Taschen voll zu machen, keine Vision haben, keine Visionäre sind, 0000. Das mag ich nicht. Aber das ist. Ich glaube aber, dass diese Läden auch in Frankfurt immer mehr aussterben, glaube ich. So gefühlt habe ich gar nichts gegen individuelle Gastronomie und immer mehr inhabergeführte Gastronomie. Und was ich extrem cool finde, dass da nicht irgendwie ein Konzern aus der USA kommt und irgendwie. Ihr seid doch das beste Beispiel. Ihr macht's doch vor. Ihr habt überall eure Leute, wo ihr sagt, okay, das ist das Gesicht dafür, das ist das Gesicht dafür, das ist das Gesicht dafür. Genauso wird es gemacht und die Läden bleiben aber individuell und die obersten Bosse sind nicht den Weg gegangen zu sagen, okay, wir sind jetzt, eine Kette und damit geben wir uns jetzt zufrieden. Aber auch gar nicht. Sondern aber das war, glaube ich, in den 90er noch anders. Da war immer der Versuch, Kette zu werden oder Franchise zu machen.
keine Ahnung, vergleich mal, wie modern McDonald's in den 90er Jahren war. Mhm. Als Beispiel, heute wäre so ein Konzept, wenn es jetzt neu wäre, ich glaube, es könnte gar keinen Erfolg mehr haben. Mhm. Glaube ich. Oder nicht mehr in der Art. Also ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, die Individualität ist schon wichtig. Und ich glaube, die Menschen, weißt du, diese ganze Kulinarik hat sich ja verändert in den letzten Jahren. Mhm. Jetzt denk mal zurück, ein paar Jahre nach hinten, 10, 15 Jahre, so eine Kochshow zum Beispiel. Das lief auf den dritten Programmen um 14 Uhr mittags, so eine Kochshow. Mittlerweile ist das ein Samstagabend füllendes Programm und Köche und Stars geworden. Das ist Terminator. Mittlerweile, die Masse der Menschen kennt sich, hat so ein gutes Basiswissen über Produkte, über Lebensmittel, über Weine. Ne? Ja, die haben Ahnung. Die Menschen, so, und das hat sich auch alles verändert. Das heißt, ich glaube, mit einem 0815-Konzept kannst du auch keinen Hund mehr in den Ofen vorlocken, weil die Menschen wissen schon, also immer mehr Menschen haben Bock auf richtig coolen super cool Essen gehen und sowas. Natürlich, guck mal, super super geile Burger zum Beispiel. Ja. Ja. Du kannst so geile Burger essen. Ja, also in Chicago Williams kann man zum Beispiel Sachen und Qualität essen, das gibt's ja in McDonald's nicht. Absolut. So. Und die Leute sind halt einfach nicht mehr blöd. Die denken sich einfach so, nee, wir gehen jetzt dahin. Ja. Was zahlst du denn in McDonald's, wenn 4, 5 Leute da richtig schön Menü, dies, das ist doch auch teuer. Du weißt es nicht, weil ich eigentlich nicht hingehe, aber ich glaube auch, dass die Masse Mensch auch immer mehr bereit ist, 1, 2, 3 mehr auszugeben mehr und dafür irgendwie auch was Besseres zu bekommen. Mhm. Es ist ein anderes Bewusstsein gekommen und das ist eine super Entwicklung und ich hoffe, sie geht auch so weiter. Wunderschönen guten Abend, liebe Frankfurter und Frankfurterinnen. Wir senden wieder live aus dem Radio Frankfurt Studio heute Abend mit Brani direkt aus dem Chicago Williams und das Bristol ist wieder back. Seit gestern, heute Abend geht's weiter. Wenn ihr ausgehen wollt, dann könnt ihr natürlich in die Bristol Bar gehen. Für die Leute, die Stammgäste, Brani, die ins Bristol immer gegangen sind und das noch nicht mitbekommen haben. Alarm. Yeah. Yeah, sehr gut. Ja, wir haben hier eine Frage von einem, Herren namens Mario, ne? Ja. Mal gute, würde mich interessieren, welche Bars in Frankfurt zu Branis Top 3 gehören. Außer Bristol Bar und Noah natürlich. Okay, ja. Keine Schleichwerbung machen. Gemeine Frage für mich, weil ich ja echt in vielen Bars mich sehr wohlfühle in Frankfurt und auch durchaus viele Barbesitzer und Barkeeper so zu meinem Bekannten- und Freundeskreis gehören. Wenn ich jetzt aufzählen müsste, dann würden sich auf jeden Fall ein paar angegriffen fühlen. Aber also machen wir es anders. Ich weiß genau, was du meinst, weil es gibt auch viel zu viele, die du gut findest. Da würden 3 gar nicht reißen. Aber so einfach mal so 3, wo du sagst, gute Freunde, die machen es gut. Ich will mal ein paar unbekanntere Namen vielleicht nennen. Also mal weg auch von unserer Gruppe und sowas. Ja, mal sehr gut. Läden, die vielleicht nicht jeder kennt, die individuell sind. Ich fange mal mit einer kleinen Bar. Neben dem Sandweg in der Seitenstraße, da gibt es das Old Fritz. Juka. Juka, ja, super. Ja, aber geiler das ist Typ. Ja, aber das ist ja schon auch ein Knaller. Das läuft ja schon lange. Und genau solche Läden kicken mich auch voll, muss ich sagen. Und dann gibt es einen relativ neuen Laden direkt beim Commerzbank Tower. Der heißt Embury Bar. Mhm. Und das gehört dem Dominik. Und der Dominik ist ein Nerd, was Whisky angeht. Mhm. Der hat Whisky-Flaschen, die gibt's gar nicht mehr. So gefühlt, wenn es auf der Welt noch eine Flasche gibt, dann hat Dominik die. Und der Typ weiß auch alles. Und er ist schon abgefahren im Embry, so eine ernsthafte, wirklich diese ernsthafte Barkultur, wo man nicht hingeht zum Tanzen und Flirten, sondern Bar. Der dann wirklich sehr, sehr ernsthaft. Gerade cool, speziell mit Whisky. Cool. Brauchen wir. Sehr, sehr spannend. Brauchen wir. Und was will ich noch erwähnen? Dann will ich noch sagen, dass ich echt gerne noch in Kneipen gehe. Weil ich das auch immer so eine ehrliche Kultur finde. Mhm. Und da muss ich sagen, sollte jeder mal gesehen haben, in der Kölner Straße im Gallus, zur guten Stute, absolut abgefahrener Laden. Klingt so ein bisschen wie so ein Puff. Da gibt es den Ivo. Der Ivo die gute Stute. Ist ziemlich alt schon und schon lange dabei. Und der hat so einen unfassbar eigenen Charme. Also, ne, wenn du reinkommst. Kölner Straße, da gibt es auch einen Kiosk, das heißt Kölner Eck. Genau da. So ein paar Meter weiter. Ach komm, ja. 20 Meter weiter. Und wenn der Ivo. Da geh ich mal hin. Der hat so einen grantigen Charme, weißt du? Wenn du zum Beispiel reinkommst, da sagt er nicht, hey, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, sondern der sagt sowas wie: Hast du kein Zuhause? so ein Original, der Typ. Und, geil, ja. Kann man auf jeden Fall unterstützen. Ja, aber wirklich, Frankfurt hat das Glück, wir haben echt eine geile Barkultur, mega viele gute Läden, wo sich Leute viel Mühe geben, viel Liebe reinstecken und ich freue mich auch, dass eigentlich alle mal voll sind. Also, ne, es gibt kaum einen Laden, wo man hingeht und irgendwie, wo keiner ist. Ja, wir haben ja viele Menschen, ne? Die müssen ja aufgeteilt, haben alle verschiedene Geschmäcker, aber
Ja, gut, dass du mal andere erwähnt hast, weil es gibt ja natürlich viele gute Sachen auch, die nicht jeder kennt. Aber die haben natürlich auch nicht so eine große Kapazität, weil zum Beispiel das Old Fashioned, ja, ich war da ein paar Mal. Das Old Fashioned ist ein Altsachsenhausen, ist auch eine sehr geile Bar, by the way. Nee, aber ich Old Fritz. Old Fritz, ja. Ja, genau, ja, vom Juka, genau. Ja. Da war ich auch ein paar Mal, das läuft ja auch gut, ja. Aber der hat ja gar keine Kapazität, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Da passen ja gar nicht mehr Leute rein. Ja, aber schon abgefahren. Es erinnert mich manchmal, weißt, kennst du diese Kurzfilme, wo so ein Auto hält und so, dann kommen so 20 Clowns oder sowas raus, in so einem Kleinwagen. Und so ist manchmal beim Juka im Laden so, der Laden ist so klein und so viele Leute, weil alles noch vor Covid und sowas, schon seitdem auch nicht mehr da. Aber schon auch geil, dass so ein Konzept funktioniert. Sehr individuelles Konzept. Du hast vorhin auch nochmal gemeint gehabt, dass ob sich so ein bisschen was geändert hat, auch weggehmäßig und dann hast du auch angesprochen, dass das natürlich auch, ne, dass die Bars auch so ein bisschen auch so clubby geworden sind, aber mit einem einzigartigen Charme, finde ich. Man hat jetzt nicht so auch so Lichter, ne, so, also so Clublichter, sage ich jetzt mal, ne, so Lights aller typischer Club, ne, das hast du gar nicht. Du hast einfach nur eine roughe Bar mit cooler Mucke, auch ein DJ, der auflegt, ja. Und was ich damit sagen will, ist so, ich glaube, die Leute brauchen gar nicht so viel, wie man denkt. Aber das ist krass, ne? Weil wenn man so zurückdenkt an früher, also früher gibt es ja immer noch, aber erinnerst du dich, dass es zum Beispiel so, es gab einen DJ, der Musik aufgelegt hat und da gab es einen, der hat nur das Licht programmiert. Also das waren ja auch Profis. Die irgendwie genau wie die Stimmung ist, dann das mehr hast du, weniger das hast du ja im Gipsen hast du das. Gipsen, ja, okay. Ja, die haben ja einen Lightman, natürlich, ja. Und dann ist vielleicht interessant, dass vielleicht manche gar nicht brauchen, also manche Menschen zum Tanzen, sondern die gehen in den Club, wo es sowas überhaupt nicht gibt. Ja, genau. Ja, das meinte ich interessanter gerade. Interessanter Gedanke, ne? Ja, also ich komme jetzt zu dir in die Bar und dann legt einer auf, dann tanze ich dann irgendwann mal. Weil wenn die Stimmung gut ist, klar. Brauch nix. Drinks, gute Atmosphäre. Eigentlich brauchst du nur gute Menschen und eine gute Atmosphäre. Ist alles, was du brauchst. Ja, du zu Hause einen geilen Abend haben und dann fangst du tanzen und zu singen und Spaß zu haben. Die Mischung, hast du gerade auf den Punkt gebracht. Gute Menschen und gute Atmosphäre ist eins. Ist ja alles, weil beides auch zusammenhängt. Es gibt keine gute Atmosphäre, wenn die Menschen nicht cool sind. Genau, keine Ahnung, wenn die Stimmung angespannt ist und jemand dich böse anguckt, wird ja keine coole Atmosphäre sein, aber es geht nur um den Vibe. Es geht beim Rausgehen, bin ich der Meinung, nur um den Vibe. Und wenn der Vibe geil ist, als alles andere ist, dann... Wir haben natürlich auch ein Beispiel, ein sehr gutes Beispiel. Wir haben ja eine Zeit gehabt während dem zweiten Lockdown, glaube ich, wo dann die Clubs immer noch zu waren und die kleinen Bars offen hatten. Ja. So. Und da hast du gemerkt natürlich, dass viele Leute in die Bars gegangen sind und haben getanzt, ja, also oder haben gepartied, sage ich jetzt mal, ne? Und es gibt keine Clubs, alle Clubs haben zu. Was ich damit sagen will, ist so, dass da viele Leute, weil du vorhin gefragt hast, ob ich glaube, dass sich das geändert hat, ich glaube extrem, weil viele Leute auch gemerkt haben und gelernt haben, das, was wir wahrscheinlich schon seit Jahren wissen, das, was du vorhin gesagt hast, dass da ein DJ in der Bar auflegt, das gibt's ja schon in Frankfurt seit, keine Ahnung, 20 Jahren, 15 Jahren, 15 bestimmt. Locker. Ja, locker. Helium damals, die aufgemacht haben, hab schon DJ aufgelegt, ja. Also das gibt's ja schon länger, ja. Aber ich glaube, dass die Leute das jetzt über die Corona-Zeit anders kennengelernt haben und gemerkt haben, dass es gewisse Bars gibt, wo man einfach Fun hat, Spaß hat. Voll, aber man darf auch nicht vergessen, Hassan, so, das soll jetzt, also ich glaube, was du und ich jetzt hier analysiert haben, das ist ja auch so ein bisschen Ist-Zustand und unsere Beobachtung. Aber ich glaube, bisher war es sehr wertfrei. Prinzipiell, ich bin nicht so der Clubgänger, aber ich finde die Clubkultur unfassbar wichtig und ich würde mich echt freuen, sehr wichtig, wenn auch kleinere Clubs, ich meine, schau mal, wie wichtig auch so Läden wie Unity oder sowas für Frankfurt waren, ne? Eigentlich war auch schon eher eine Clubby-Bar, ne, als echter Club. Aber was ich sagen will, ich glaube Clubkultur, so eine Clubkultur, auch wenn ich an früher zurückdenke, so ein Donnerstag im Kinkermeer mehr. Das ist echt ein wichtiges Kulturgut, finde ich, für die Urbanität einer Stadt. Definitiv, ja. Und wir müssen, glaube ich, so generell muss man so ein bisschen aufpassen, dass das nicht ausstirbt. Und Covid hat dem Ganzen nicht gut getan. Prinzipiell, glaube ich, muss es beides geben. Aber eine lebendige Clubkultur, auch wenn ich da nicht der Typ bin, so für, aber ich glaube, das, wie gesagt, für die Urbanität. Es ist natürlich wichtig, aber jetzt eine Frage von mir an dich. Weißt du aktuell, dass alle Clubs so brechend voll sind, dass da kein Mensch mehr reinpasst? Weißt du das? Nee. Doch, also die Clubs laufen, die laufen mega, mega, mega gut. Auch Clubs übrigens,
die vor Covid nicht so gut gelaufen sind. Aber findest du nicht rein von der Beobachtung, Hassan, dass es zum Beispiel jetzt viel weniger Clubs gibt als noch vor 10 Jahren? Ja. Schon, ne? Ja. Also wenn ich zum Beispiel, ja, wenn du und ich jetzt 20 wären oder 25, du hast eigentlich gefühlt zwei, drei Läden. Ja. Und früher so mehr. 15 Läden. Auf, ja, auf der Hanauer Landstraße gab es ja 5, 6 Läden, die voll innen waren. Und große Innenstadt, also Living und sowas, die kamen mehr, Galerie, das waren ja mega viele Läden. Also schon du hast natürlich, das Einzige, was mir extrem aufgefallen ist, du hast natürlich in Frankfurt hast du natürlich viele Läden, die unterschiedliches Publikum anziehen, ja. Du hast natürlich im Ruspe zum Beispiel hat Läden, die ziehen ganz anderes Publikum an wie Majid im Gibson, ja. So und ist auch gut so. Alles voll, ja super. Ja, wo sollen die Leute hin? Die müssen ja irgendwo hin, ja. Also, ist auch geil, dass es Individualität gibt und genau, dass du für dich persönlich den richtigen Laden findest. Exakt. Und jemand, der auf so einen Laden steht, wo der andere überhaupt nicht drauf steht, für den haben wir auch was dann. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, sonst würden die alle bei uns anklopfen, weißt du, und wir wollen wiederum nochmal ganz anderes Publikum, dann hast du da Leute, die eigentlich gar nicht reinpassen. Ich finde es gut, dass es sowas gibt. Aber ich glaube, dass noch etwas passiert ist in den letzten Jahren, was sehr, sehr stark zu beobachten ist, dass man mittlerweile eine komplett neue Kultur an Trinkhallen hat. Mhm. Also ne, das gab es ja auch vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht. Späti-Flair. Voll, und das hast du ja in Berlin schon länger gehabt. Ja. Aber jetzt in Frankfurt geht man am warmen Tag und das vor jedem Kiosk, vor jeder Trinkhalle ist eine Menschentraube. Ja, auch das wäre ja früher undenkbar gewesen. Nein. Wie oft standst du mit 20 Jahren vor irgendeinem Kiosk und hast ein Bier getrunken? Ich glaube, nee, gar nicht. Hättest du es jemandem erzählt, die dachten, das ist nur für ein Asozialer. Nein, gar nicht. Also gar nicht. Das gab es bei uns nicht. Und mittlerweile, viele Leute verbringen ja einen ganzen Abend auch vom Kiosk an so einem lauen Sommerabend und sowas. Ja. Gehen gar nicht mehr irgendwie in eine Bar oder in einen Club und sowas. Ja, aber wir haben ja auch früher in den 90ern, wir haben ja keinen Friedberger Markt gehabt. Ja. Und das haben wir doch alles gar nicht gehabt. Nee. Aber wie gesagt, das ist einfach irgendwie ein neuer Flair, der da entstanden ist. Auch das jetzt wertfrei, ich habe da gar keine Meinung erstmal zu oder habe eine Meinung, aber auf jeden Fall in Beobachtung. Ja, klar. Aber das hat sich geändert und ich glaube, dass wir auch bereit sind, in Frankfurt in Zukunft viel mehr solche Sachen zu machen, was auch draußen abgeht und so. Das merkt man ja. Zum Beispiel Freiluft, ne, an der Börse, hast du das mitgekriegt? So eine Veranstaltung, der ist Freiluft, ja. Nein. Da ist auch, da sind tausende von Menschen, genau vor dem Opernplatz, was? Ja. Seit Wochen. Ich glaube, das ist jetzt heute das letzte Mal, ja. Also da ist die Hölle los, ja. Draußen einfach, DJ legt auf und alle drehen durch, ja. Das gab's ja vorher auch nicht, ja. Also ich glaube, dass Corona so ein paar Türen aufgemacht hat, dafür, dass die Leute dann halt, okay, wir können jetzt das und das und das nicht machen, dann machen wir es halt draußen. Ja, spannend wird sein natürlich in den nächsten Jahren die Beobachtung, ob das jetzt ein Trend ist, der jetzt mal eine Zeit lang ist, oder ob sich das vielleicht wirklich neue Türen öffnen wird und auf Dauer auch so bleiben wird. Dass man sagen wird, es gab ein Ausgehverhalten bis 2020 und ab 21 neues. Ich kann dir eins sagen, ohne Zauberer zu sein oder sonst was, das, was wir beide machen, das wird niemals aussterben. Ich hoffe sehr. Niemals. Ich hoffe sehr, aber ich glaube, ich bin auch niemals bei dir. Niemals. Ich glaube, sowas wird immer seine Fans haben und sein Publikum finden. Kleine, Leute gut coole finden. Hütten, wo die Atmosphäre gut ist, wo die Mucke stimmt, die Drinks stimmen und ein Gesicht da ist, ein Gastgeber da ist. Das wird immer funktionieren. Das wäre das perfekte Schlusswort gewesen, Hassan. Nee, wir haben noch viel Zeit. Ja. Wir haben nur das perfekte Schlusswort, das sagst du nachher. Ja, da kannst du dir schon mal Gedanken machen. Aber ich habe hier Mucke. Ja, ich habe die zweite Stunde, liebe Zuhörer, habe ich nur Deutschrap aus Frankfurt gemacht, weil Brani das so wollte. Und da habe ich in der zweiten Stunde von Moses, D-Flame, Assad, Vega, Tone, Jonesman, Jace, Kaza und Haftbefehl und Reezy und alles Mögliche haben wir in der zweiten Stunde. Also ihr müsstet auf jeden Fall oder solltet dranbleiben. Ja, bis gleich. Ja. Guten Abend, Ladies and Gentlemen, wir sind wieder zurück hier live aus dem Radio Frankfurt Studio, Samstagabend, gut gelaunt mit Brani, Bristol Brani, aber Bristol Brani, dann könnte man ja auch sagen Chicago Williams Brani, ne? Ja, neuerdings schon. Sagen die Leute auch, ne? Ja, geht langsam los, der Laden ist natürlich noch nicht so alt, wir haben geöffnet 5 Wochen vor Covid. Also so eine richtige schlechte Zeit, muss man sagen. Wir sind gerade angelaufen und dann schon wieder zugemacht. Naja gut, aber ich meine, ihr hattet ja vor Covid quasi dann schon angefangen gehabt. Fünf Wochen. Ja, gut, also
Das ist dann halt so, ja. Aber der Laden ist sehr cool geworden. Danke dir. Ja, sehr, sehr cool. Also sehr, sehr cool, meine ich wirklich. Also das trifft auch meinen Geschmack, den ich persönlich privat habe. Ich habe ja, hier einen Geschmack, wo ich hingehe und sage, hier fühle ich mich wohl. Ich fand das voll cool von der Einrichtung, dieses warme, holzige. Die Theke ist mega, so riesig in der Mitte, Zentrale. Man merkt so richtig auch, dass, ja, das ist so ein bisschen... Ich sag mal, vom Style her, ich könnte jetzt irgendwo im Ausland sein und sagen, ja, das ist typisch für das Land, wo ich gerade bin. Aber das ist zum Glück in Frankfurt, weißt du so, und das ist echt cool. Ist gut geworden, auf jeden Fall. Aber was ist Chicago Williams? Wie würdest du Chicago Williams beschreiben? Was macht das einzigartig und besonders? Da muss ich ganz kurz mal ausholen, weil wir haben einen Partner im Chicago Williams, das ist der Navid aus Berlin. Der Navid hat früher in Frankfurt gelebt, eine Zeit lang. Und wir haben ihn kennengelernt, glaube ich, so 2007. Ihn kennengelernt und dann auch zur Eröffnung des Rumors mitgenommen, was einfach ein geiler Typ ist. So, und haben uns sofort gut verstanden, rüber ins Rumors genommen. Wir haben zusammen den Laden aufgemacht quasi. Und dann ist er irgendwann zurück nach Berlin gegangen. Und wir waren immer in Kontakt. Also sowohl Alex, Mickey als auch ich waren immer in Kontakt mit Navid. Und Navids Bruder lebt in New York. Und Navid hat ihn regelmäßig besucht und gemerkt, so diese echte Barbecue-Kultur, dass es die in Frankfurt nicht gibt. Genau, Barbecue. Und das ist wirklich Barbecue. Und das ist ein Begriff, mit dem viele in Deutschland nicht so viel anfangen können. In der klassischen amerikanischen Gastronomie unterscheidet man zwischen Steakhäusern, Burgerläden und Barbecue. Also ne, kein Steakhaus mit einem Burger anbieten und kein Barbecue mit einem Steak anbieten und so weiter. Und Barbecue heißt, erst geräuchert und dann wird gegrillt. Und genau das macht der Navid. Der Navid hat seinen Laden aufgemacht in Berlin 2012, also hat fast 10 Jahre auf. Und wir waren regelmäßig bei ihm und haben gegessen, getrunken, schöne Abende gehabt. War das dann so vom Feeling her so ein Ding, so ey, das brauchen wir in Frankfurt auch? Genau, das war's. Echt, wir haben so viel Spaß gehabt, so cool. Viele geile Abende in Berlin gehabt. Und immer zum Navid gesagt, wir müssen das Konzept auch in Frankfurt machen. Und so war's dann auch. Jetzt ein paar Jahre später, wann haben wir aufgemacht? Januar 2020? Und das war schon geil. Also es war ein Konzept, wo wir uns selber so wohlgefühlt haben in Berlin. Wir haben es nach Frankfurt gebracht, ein bisschen vergrößert. Der Laden ist viel größer als in Berlin. In Berlin ist er in Mitte. Und klassisches Barbecue bedeutet, wir haben einen riesigen Smoker da. Also der ist 1,3 Tonnen schwer. Echt? 1,3 Tonnen Stahl aus Texas bauen lassen. Komm, okay. Also das ist alles original auch. Das ist jetzt nicht nur so, dass die Leute, unsere Zuhörer, ja, toller Name, bla bla. Also das ist schon Chicago Williams. Wir räuchern ganze Stücke, ganze Rinderbrüste zum Beispiel, Pastrami, Brisket und ähnliches. Bis zu 14 Stunden mit zwei verschiedenen Holzsorten. Einmal gibt es immer ein Fruchtholz, entweder Kirsche oder Apfel und das andere ist Eiche. Je nachdem, was man gerade räuchert. Wir machen veganes Barbecue. Also wir räuchern komplette Blumenkohle und oder Auberginen. Die sind wirklich im Rauch drin. Schmeckt wahnsinnig geil. Aufwendig, muss man sagen. Man braucht echt lange für. Man muss auch so ein Gefühl dafür entwickeln. Also es gibt da wirklich Menschen, die spezialisieren sich dann nur auf diese Garmethode. Rauch zu garen. Im besten Fall ist es dann extrem saftig, extrem lecker, hat diese geilen Raucharomen, schmilzt im Mund. Und das amerikanische Küche. Wir sind stolz drauf. Wir haben die Küche offen. Man soll uns zugucken. Wir machen alles selber. Stimmt, man also, kann reingucken. Und soll man auch. So. Ja. Wir machen alles komplett selber. Also wenn wir sagen Mash and Gravy, Kartoffelbrei, dann ist jede einzelne Kartoffel selbst geschält, gestampft per Hand. Alles. Barbecue-Soße, egal was. Wir machen alles selber und sind darauf echt stolz. Weil du hast ja das Konzept gesehen. Wir sind ja so locker, lässig. Wir arbeiten da nicht im Hemd und Fliege, sondern irgendwie im T-Shirt und sind eigentlich mit allen Gästen per Du. Was und das auch ausmacht, ja. Es läuft irgendwie Oldschool-Hip-Hop. Und mega geil. Aber dann, wenn du sowas machst, so ein lockeres Konzept, dann muss die Qualität on top sein. Weil ansonsten, ne, dann so. Und das ist ja dieses Spiel, was wir machen. Auf der einen Seite extrem locker, auf der anderen Seite bei der Qualität so gibt es keine Kompromisse. Ganz weit vorne. Ja, ja. Aber das ist ja bei den anderen Sachen auch so. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, wenn man jetzt zum Beispiel die anderen Läden anguckt, auch gerade jetzt Bristol Bar, weil du sie vorhin erwähnt hast, dass sie jetzt wieder offen ist. Aber auch die anderen Läden, die vielleicht luxuriöser von der Einrichtung, aber es ist alles im Grunde genommen so locker. Genau, aber da zum Beispiel auch unsere Läden, zum Beispiel Moriki oder das Burbank, da siehst du aber sofort, dass die Qualität on top ist, weil es auch hochwertiges Porzellan ist oder sowas. Weißt du, wir servieren unser Essen in der Emaille, so, ne, wie im Gefängnis so ein bisschen. Das ist aber so ein bisschen auch gaggig gemeint oder was heißt gaggig, aber ist halt dieser Barbecue-Style. Nur wenn du sowas machst, jemandem eine Emaille-Schüssel zu geben, da muss das, was drin ist, Top-Qualität sein, weil ansonsten ist es nicht so geil, weißt du, so, ja, so ja.
Und das ist das, was wir versuchen, echtes oder was wir machen, echtes amerikanisches Barbecue, kompromisslos, es gibt keine Burger, keine Steaks, sondern geräuchertes Fleisch und veganes Barbecue, auf den Punkt geräuchert, saftig und sehr lecker. Geil. Und bisher läuft es auch ganz gut, weißt du, so eine Schmerke vor allen Dingen, dass viele Gäste wiederkommen. Ich kriege immer mehr Gäste sind da, die Stimmung ist eigentlich jeden Abend richtig gut, was mich für so ein Konzept extrem freut, weil es ja doch was Neues ist. Und vor allen Dingen, man hat auch Space, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also es ist groß, aber groß ist meistens immer für mich ungemütlich. Yeah. Aber das ist groß und gemütlich. Und das ist eigentlich, so diese Kurve zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Ja, und es macht wirklich extrem Spaß, da zu arbeiten. Ich muss ehrlich sagen, ich bin wahnsinnig gerne einfach in dem Laden drin. Ist ja blöd gesprochen, ist ja auch, ne, ich bin ja Partner und konnte mir alles aussuchen, wie es aussehen soll und so weiter. Mhm. Und ist ja klar, dass man dann irgendwie so macht, dass man sich selber wohlfühlt. Das macht echt viel Spaß, in diesem Konzept zu arbeiten. Nee, sehr, sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Und ich habe heute von Brani ein tolles T-Shirt geschenkt bekommen. Das gibt's auch bei euch zu kaufen. Das gibt's bei uns zu kaufen. Chicago Williams. Genau, ist eine Kollabo mit Beastin, die wir gemacht haben. Wir machen immer wieder neue Sachen. Beastin München. Ne? Beastin ist aus München, so genau, eine Skatermarke, sehr, sehr geile Marke. Machen auch Veranstaltungen, Beastin-Veranstaltungen. Und die haben brutale Qualität. Also diese Beastin-Shirts, die sind echt geil. Und wir machen immer wieder so Kollabos, dass wir dann T-Shirts machen, irgendwie 50 Stück oder 100 Stück und dann, wenn es ausverkauft, ist ausverkauft. Ja, ich habe das T-Shirt heute an, wenn jemand mit mir ein Bild machen will. Steht dir richtig gut, das an. Komm, vielen Dank. Ja. Dann kommt später mal rum und dann mache ich mit euch ein Bild, kein Problem. Wir machen ein bisschen Musik und grüßen deinen Kollegen, Partner, Bro und Alex Orosiano, der uns zuhört. Der hat nämlich gerade geschrieben. Hat er? Ja, später Drink, Fragezeichen. Das sind meine Bratner. Halb Bratte ist halb Partner. Bratte ist Partners, jawohl. Machen wir ein bisschen Musik und dann sind wir gleich wieder zurück mit Brani und dann fängt die zweite Stunde an und die zweite Stunde ist aufgebaut von Brani, Hip-Hop, Rap aus Frankfurt. Nur Frankfurter Künstler. Hammer, obergeil. Ja. In Frankfurt am Main, ja genau, hier sind wir daheim und so weiter und so fort. Ja, eine Stunde Special, Deutsch-Rap aus Frankfurt, gewünscht, collected by Brani aus dem Bristol und aus dem Chicago. Williams, mein Gast heute Abend. Ja, freue mich sehr drauf. Du wirst lachen, das ist für meine Ohren auch gut. Ja. Ich mag das auch, Ja. Wir sind ja beides Frankfurt-Patrioten und ich glaube, alles, was aus Frankfurt kommt, ist ja dann am Ende dann doch irgendwie gut, auch wenn es nicht unbedingt immer unseren Geschmack trifft, ja. Ja, das ist die Frage, ne? Also haben wir so ein anderes Ohr dafür, dass wir per se erstmal alles aus Frankfurt ist gut finden, aber ich glaube, dass Frankfurt auch wirklich seinen eigenen Style hat. Ja, definitiv. Also ich würde jetzt sagen, in allem würde ich dir da 100% recht geben, aber das macht ja auch die Stadt auf und ich glaube, dass andere Städte das auch haben, muss man auch ganz ehrlich sagen, ja. Anders wie wir, aber ja. Ich hatte mal einen sehr geilen Abend mit Moses Pelham bei mir in der Bristol Bar und wir haben echt ein paar Drinks gehabt und so ein bisschen philosophiert und dann sagte er so einen geilen Satz, den ich irgendwie voll gefühlt habe. Er sagte so, in Frankfurt, der Rap ist immer so ein Schmerz mit drin, den es vielleicht bei anderen nicht in dieser Form gibt. Ja gut, ich meine, wenn du jetzt also ich sage auch immer, Frankfurt ist immer sehr deep, also deep, tiefgründig, wahrscheinlich ist das ähnlich auch gemeint, ja. Das stimmt, ja, weil wir natürlich auch anders aufgewachsen sind als keine Ahnung, jetzt so fettes Brotecke oder ja, so. Ich wollte gerade sagen, so ein Spaßrapper, das Spaß-Rap. Ist ja undenkbar irgendwie, dass aus Frankfurt so ein Spaß, ich kenne keinen. Nee, oder also wir haben natürlich sympathische Songs auch, ja, sympathische Songs sind dann, aber ich glaube, dass der sympathischste, witzigste Song immer noch ein bisschen deep ist, weil es einfach aus Frankfurt kommt. Und ich muss sagen, ich glaube so, dass gerade Frankfurter extrem noch die Deutschrap-Szene geprägt haben, in den verschiedenen Generationen. Ja. Also sagen wir, Moses Pelham hat extrem viel auf den Deutschrap getan. Ja. Dann kam Azad, der nochmal so eine andere Schiene gebracht hat und das ist interessant, eigentlich so, wenn du auch Interviews hörst mit den Berlinern oder mit 187 aus Hamburg oder sowas, die eigentlich immer sagen, dass das Azad, das so, dass sie alle Azad gepumpt haben. Ja, also ja klar, weil das haben, ne? Die Street-Rap-Geschichte ja natürlich. Ja, so ein bisschen jetzt zu heute, sagen wir Haftbefehl und sowas, der schon wieder irgendwie was gefühlt, was Krampf Neues gebracht hat. Ja, klar. Alle neuen Generationen wird oft, dass Frankfurt sie sehr, sehr prägt. Ja, aber ich sag mal so, wir sind ja auf jeden Fall als Stadt immer präsent, was das angeht. Aber auch in wir waren es ja auch in elektronischer Musik. Ja. Also da waren wir auch irgendwie
in den 90ern schon. Man sagt ja, dass Techno in Frankfurt erfunden worden ist, ne? Naja, wenn du überlegst, damals die Jungs in Frankfurt, die haben natürlich auch mit Sven Veth und mit Taller und alle. War nicht im Omen und so weiter? Da gab es ja noch nichts, ja. Da war ja in Berlin Totentanz, ja. So, und da haben die ja schon Platten rausgebracht und Clubs voll und den Leuten gesagt, okay, wenn ihr nächsten Samstag kommt, dann bringt einen Staubsauger mit. Wie kommt das, Hassan? Meinst du, das hat was mit dem amerikanischen Einfluss zu tun, der in dieser Stadt so Jahrzehnte war? Bestimmt, das ist ein Thema in unserer Dokumentation, die jetzt gerade natürlich eher jetzt auf Hip-Hop bezogen ist, nicht unbedingt auf elektronische Musik, aber selbst wenn die Leute aus der elektronischen Welt aus Frankfurt so eine Dokumentation machen würden, würden die das auch erwähnen. Ja, definitiv, klar. Ja, also der Einfluss. Ich finde schon manchmal bewundernswert, ist hier keine große Stadt. Also, ne, wir sind ja unter 1 Million Einwohner, das ist jetzt nicht Berlin oder ne, auch Hamburg, ja. München sind ja quasi doppelt so groß. Und das, ich habe das Gefühl schon manchmal, dass die Frankfurter, allem, was sie machen, so ein bisschen extremer sind. Ja, es ist natürlich, also, du hast ja eben gerade schon gesagt, dass das damit auch ein bisschen was zu tun hat. Damals, die Amerikaner, die hier reinkommen, wir waren immer schnell up to date, wir wussten natürlich immer, was drüben schon ist. Ne, normalerweise dauert natürlich immer, keine Ahnung, wenn drüben was ist, 10 Jahre später, ja. Dann ist es hier so drin. Und wir haben das immer sofort gehabt. Ja, weil gerade damals noch vor Internet und so. Genau, das gab ja nichts. Und, und die haben es uns direkt weitergeleitet quasi, ja. Und dann waren wir sehr schnell up to date, während dann, keine Ahnung, eine Stadt wie München, Hamburg, Berlin oder so, sowas noch gar nicht mitbekommen hat, waren wir schon voll da drinne in diesem Element. Was natürlich auch auf die Gastronomie natürlich sich auch bemerkbar gemacht hat, ja. Aber wann ist bei dir, Hassan, dass du zum ersten Mal gehört hast, so, dass diese, in Anführungsstrichen, amerikanische Musik, die funktionierte auch auf deutscher Sprache? Also, erinnerst du dich dran? Naja, wir haben ja damals ein Album gemacht, da war ich 15, 16. Das gehört natürlich auch zu den ersten in Deutschland belegbar, weil wir nicht so gut Englisch konnten. Ja, krass. Und wir konnten uns auch auf Englisch gar nicht ausdrücken. So, also wenn ich dir jetzt sagen will, keine Ahnung, wenn ich dir jetzt irgendeine Geschichte erzählen will, die traurig ist, dann würde ich dir die auf Englisch, ich wüsste gar nicht, wie ich die erzählen soll, aber ich erzähle sie dir auf Deutsch, so dass du sie fühlst. Aber wie war das damals, Hassan? So die Resonanz damals? Wurde es belächelt? Wurde es ernst genommen? So wie du jemand die Platte gezeigt hast? Ja. Haben die nicht gesagt, ey, verdammt, das ist irgendwie komisch auf deutscher Sprache? So wurde es sofort so akzeptiert? Nein, überhaupt gar nicht belächelt. Das ist ganz im Gegenteil. Die Leute fanden das sogar immer, ganz im Gegenteil, die fanden das immer sehr, sehr cool und haben gesagt, oh ja, geil. Es war halt neu und es war erstmal, und alles, was neu ist, ist erstmal. Ja, wie soll ich sagen, ist erstmal vielleicht für den einen oder den anderen komisch, ja, oder auch nicht, ja, auch die Gastronomie. Ich meine, Läden jetzt, wenn wir jetzt von euren Läden reden zum Beispiel, die sind ja alles, da sind ja auch Eier dahinter, weißt du, so, da traut sich einfach jemand musst du, und sagt dann, okay, hier, wir machen das jetzt. Und so war das dann damals auch, so, wir haben einfach gemacht. So. Aber du bist jetzt in deiner Geschichte, wenn ich richtig gerechnet habe, Anfang 90er, ne? Ende 80er, Anfang 90er? Ja, ich bin 89, 90, 91. Krass. Ja. Also wirklich bevor über irgendwie kam, ich glaube das erste, was ich kenne, war glaube ich Touch. So mit das erste Touch. Das war ja auch irgendwie. Was kam ein bisschen später, 93, ja. 92, 93. Ja, du, das gibt sich ja nicht viel, wenn jetzt einer irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre vorher gekommen ist. Ich meine, wir gehen alle auf die 50 zu und wir sind alle in dem, die ganzen Namen, die du vorhin gesagt hast, wir sind alle in einer Era und manche haben halt natürlich einen größeren Hype gehabt, weil sie dann auch irgendwie Glück gehabt hatten, dass da was funktioniert hat. Aber die Geschichte ist und bleibt ein Anfang in unserer Stadt Frankfurt. Definitiv, definitiv. Kannst du auch mit diesen neueren Sachen was anfangen? Ja, die sind anders, ist nicht unbedingt mein Geschmack. Diese Autotune-Sachen, das ist nicht mein Geschmack, aber um ehrlich zu sein, das entwickelt sich, ja. Also auch eine gute Frage an dich, weil warum ist denn Frankfurt immer bei Awards für beste Bar, beste Clubs und so? Wir gewinnen doch jedes Jahr. Ja, schon viel, weil jetzt bin ich jedes Jahr, aber. Ja, also schon oft. Schon oft. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten in Frankfurt in allen Bereichen immer so einen anderen Zusammenhalt. Also gefühlt, ich kenne jetzt halt Hamburg und Nürnberg und Düsseldorf nicht so gut, muss ich dazu sagen, aber gefühlt in Frankfurt hält man immer sehr zusammen. Das heißt, die Bars supporten sich, aber auch die Musikszene wahrscheinlich. Genau. Und auch in der Fußballszene oder wie auch immer. Das ist schon immer so ein Ding irgendwie, wir sind Frankfurt. Minus. Ja, plus minus. Ich würde jetzt sagen, also nicht alle supporten sich immer, ja. Man muss ja realistisch bleiben, im Großen und Ganzen, ja. Schon viel Support, sagen wir. Aber weil du gemeint hast, ja, Frankfurt ist ja so klein, warum sind wir, ist ja geil, dass wir da immer ein Thema sind.
Auch in der Gastronomie ist doch auch Frankfurt voll immer ein Thema. Definitiv. Also ich meine, es ist ja auch krass, wie viele sich gegenseitig besuchen gehen. Also ja. Also viele Gastronomen kommen zu mir in die Läden. Ich habe das Gefühl, dass ich überall krass willkommen bin und, und das nie so ein Konkurrenzgedanken ist. Also keine Ahnung, ich habe nie von jemandem gehört, verdammte Hassans Laden läuft gut, das ärgert mich. Aber weiß ich nicht so. Ja gut, ganz im Gegenteil. Also ich sage, ich glaube, dass wenn jemand sich drüber ärgert, dass dein Laden läuft, dann hat er ein ganz anderes Problem. Weil dann das ist sowieso, du weißt, was ich meine prinzipiell. Ich habe schon. Steht ja nochmal auf dem anderen Blatt, ja. Aber man freut sich ja eigentlich. Also man sollte sich freuen. Freude ist etwas, was wieder zurückkommt auf dich selbst, ne, so für den anderen. Ja, ich glaube trotzdem, dass Frankfurt in diesem Teil ein bisschen spezifisch ist. Guten Abend, Frankfurt. Es ist 21.23 Uhr und wir senden live aus dem Radio Frankfurt Studio heute mit meinem Gast, dem Brani, aus dem Chicago Williams und aus der Bristol Bar. Die Bristol Bar hat gestern wieder ihr Comeback gefeiert und ist wieder am Start. Und heute Abend auch. Heute mit wem? Wer legt heute auf? DJ, das hast du mich erwischt. Chaps. Ecuador Indio. Sehr, sehr geiler junger Mann mit sehr, sehr geilem eigenen Sound. Ja, ich habe das sehr von dir bekommen. Ecuador Indio. Gestern war DJ Fizzy und hat echt die Bude abgefackelt. Genau. Donnerstag war jeden Juli. Freitag DJ Fizzy. Schöne Grüße, mein Freund, falls du das hörst. Ja, genau. Hier steht jetzt alles. Ja, was geht bei dir heute? Ich habe DJ Favor und bin total, ich habe total Bock. Weil irgendwie Samstag und ja, es ist ein guter Tag heute. Das ist wie bei dir. Ein gutes Gefühl, weißt du? Geil. Ja. Es ist halt nur blöd, weil wir können uns nicht so wirklich besuchen, ne? Weil wir sind dann am Arbeiten selbst und so. Oder also, kann man gestern, mal ab und zu mal weg, geht schon. Das ist das Ding, ne? Dass man, wenn man die gleichen Zeiten hat. Weißt du, was gestern passiert ist, Tassan? So ungefähr um 3.15 Uhr ist mein Mixer durchgeschmort. Meine, und dann gab es keine Musik mehr. Erstmal gab es keine Musik. Ach, hier, Musik mehr. Ja, jetzt hat der Laden hat so gefackelt, dann ist der durchgebrannt und auf einmal war keine Musik mehr. Und dann haben erstmal die Leute das Lied weitergesungen, was gerade lief, was war so mitten im Lied und die dachten kurz, das wäre ein Gag oder sowas. Ja, ne? Ja klar, aber es ging. Und dann war kurze Hektik, alle Barkeeper und ich oder DJ so, verdammt, was machen wir? Und dann haben wir die letzten zwei Stunden so ein Handy dran gemacht und dann halt so ohne Übergänge und sowas, da konnte ich jeder was wünschen. Und am Ende war richtig Salat und die Leute fanden alles geil. Ja, am Ende lief dann, mega. Also Freitag ist normalerweise so Deutsch-Hip-Hop-Tag bei uns und irgendwann lief halt von Udo Jürgens Griecher Wein bis Oasis Wonderwall und wir hatten alle Spaß, das war ein totaler Salat. Das liebe ich. Mega spontan. Ja. Also man denkt so, oh, das Schlimmste, was passieren kann, Musik fällt aus und am Ende war es eigentlich voll geil. Ja. Wollte ich mir jetzt einen neuen Mixer kaufen, der nicht günstig ist, aber prinzipiell war es dann echt lustige Geschichte dann. Ja, aber das ist doch das Allergeilste, wenn du so spontane Sachen machen kannst und spielen kannst, was du willst und so. Finde ich auch gut, auf jeden Fall. Weil die Leute sind eigentlich, weil du gerade sagst, hier griechischer Wein und so, die Leute sind sehr, sehr offen. Auch für andere Sachen. Wenn der Vibe da ist, geht eigentlich alles. Ja. Wenn der Vibe da ist, dann kann man wirklich auch spielen. Wie gesagt, das war gestern keine geplante Aktion, logischerweise. Aber dann irgendwann hat sich jeder alles gewünscht und hast jeder du ist denn jetzt Mischpult für heute? Ja, der DJ bringt ganz mit. Okay, gut. Ja. Also für heute habe ich schon, dann muss ich. Weil sonst hätte ich dir einen geben können, ich habe noch einen im Keller. Du bist ein Bruder, ja. Vielleicht komme ich nächste Wochenende drauf zurück. Ja, geiler klar. Typ. Das ist nicht das Problem. Michel Hermer immer. Ja, und dann Chicago Williams, gibt es da noch eine Fortsetzung oder ist das so ein Laden, wo du sagst, nee, den gibt es in Frankfurt nur einmal? Und in Frankfurt wird es den nur einmal geben, aber prinzipiell können wir uns schon vorstellen, das Konzept auch zu vervielfältigen. Wobei das auch nicht so einfach ist, muss ich sagen. Also der Laden ist schon pflegebedürftig. So durch das Smoken und sowas, das ist halt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Burger, den du 10 Sekunden oder wo du genau rezeptieren kannst. Ne? Nimm das Fleisch, packst 10 Sekunden auf den Grill und was also weiß ich. Also komplizierte Geschichte. Das kannst du nicht, weil jedes Stück Fleisch ist anders, die Temperatur ist immer ein bisschen anders, das Holz ist immer ein bisschen anders. Du musst da schon immer dabei sein und ein gutes Gefühl haben. Das heißt, du brauchst mindestens für das Smoking immer jemanden, der sich sehr gut auskennt. Also schon, das kannst du nicht einfach so beliebig vervielfältigen, weil es ein bisschen komplizierter ist. Aber wer weiß, Hassan, ich bin ein open-mindeder Typ und könnte mir alles vorstellen. Das ist auch Maschinen, das sind Maschinen, die können so viel machen. Bringt ja nichts, immer weiter Gastarbeiter. Ja, ich lese immer zwischendurch. Ja, Gastarbeiter, ja genau. Ja, auf jeden Fall. Du bist auch in Frankfurt geworden, ne? Ja, ich bin auch hier, aber ich bin auch, auch Sohn Gastarbeiter. Wann kamen deine Eltern? War das auch so erste, zweite Generation? So? Ja,
Ja. Ja. Deine waren auch so Ende 60er Jahre kamen die, also sehr, sehr am Anfang. Ja. Genau. Und sind mittlerweile, ich glaube, vor 12 Jahren wieder zurückgegangen, leben in Zagreb. Mhm. So ein bisschen meine zweite Heimat, Zagreb. Bin ich auch, ja, ja. Ja, da war ich gerade jetzt. Echt? Vor ein paar Wochen hier. Ich war in Baška Voda. Oh, nice. Yeah. War cool. Ja, mega. Das zweite Mal war ich da. Ich habe mich ein bisschen verliebt, weil A, du bist ganz schnell dort. Ja. Und das Wasser ist so krass sauber. Das Wasser ist so krass sauber. Ich bin normal der voller Thailand-Freak hier. Ja. Aber ich fliege hier knapp über eine Stunde und bin so in einer geilen Ecke. Das ist Wahnsinn. Das ist sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Kroatien ist schon auch wahnsinnig beliebt gerade. Ja, ja, klar. Aber berechtigt auch. Dass nicht zu überlaufen wird. Ja, das hatte ich auch gesagt, ehrlich gesagt, weil es so nah ist und weil es so auch schön ist und man da echt geil Urlaub machen kann. Aber auch Split fand ich auch total geil. Ja, coole Stadt. Die Altstadt so, wow. Cool. Ja, und meine Eltern leben in Zagreb, das heißt, da bin ich auch regelmäßig, das ist ein bisschen zweite Heimat neben Frankfurt, auch eine sehr, sehr geile Stadt, sehr, sehr entspannte Stadt. Holst du dir da Inspirationen manchmal? Weil ich fand zum Beispiel in Split, waren wir in ein paar Läden, Gastronomie, ich fand es so geil, ich so, ey, boah, Mann, wie geil ist denn die Hütte eingerichtet? Es war genau mitten in der Anstalt, in der Altstadt, so ein geiler Laden einfach, keine Ahnung, Bar. Du hast in Kroatien, wie in vielen südlichen Ländern, schon noch ein bisschen andere Bau- und Trinkkultur. Genau. Also in Kroatien gefühlt, also nicht nur gefühlt, sondern da geht jeder jeden Tag 2, 3, 4 Mal ins Café. Das ist keine große Sache, da geht man hin, trinkt einen Kaffee, blättert kurz in der Zeitung, raucht vielleicht eine Zigarette und geht dann weiter. Dieses Kaffee trinken ist part of the life, weißt du? So, das ist wirklich auch Lebensstil. Und es gibt halt echt geile Gastronomie, muss man sagen. Da kann schon Inspiration holen. Ja, doch. Das macht schon echt Spaß. Was trinkst du am liebsten, so wenn du jetzt nicht auf der Arbeit bist und selber arbeitest, sondern privat und sagst, okay, ich gehe jetzt einen Freund besuchen und trinke jetzt mal heute Abend schön das und das. Was trinkst du da am liebsten? Also ich würde sagen, also ne, immer noch Lust und Laune und kann sich auch ändern, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, so eine Jahresstatistik habe, was habe ich in Litern am meisten getrunken, dann wird es bei mir immer Apfelwein sein. Apfelwein, okay. Ich trinke echt gerne cool, Schoppe, Stöffsche, das ist so mein alltäglicher Drink, Stadion-Drink und mit Freunden treffen. Aber klar, durch meine Jungs, meine Gecko-Jungs natürlich ist Wodka ein großes Thema. Und umso älter ich werde, umso mehr mag ich echt Abende mit einer Flasche Wein, muss ich sagen. Ein geiler Wein kann echt spannend sein. Wein. Null, ja? Ja, also ich bin nur bei Wein. Nur bei Wein, ja. Ja, ja, ich bin voll. Also wenn ich da bei euch da diese Wodka-Dinger da. Ich bin immer mehr auf dem Thema und es macht mir echt Spaß. Ich habe mir letzte Woche hast du einen Lustkauf gemacht. Ich habe mir einen 1,80 Meter schon Weinklimaschrank für die Wohnung gekauft. Der ist so neben dem Esstisch, ja, obergeil. Ja, ist doch gut, wenn du ein Weinfreak bist, auch super. Ja. Kommt immer mehr und mehr. Ich merke das, das macht mir richtig Spaß. Auch wir haben vorhin kurz über Podcasts geredet und sowas, so Wein-Podcast. Und wir haben im Rumors einen wahnsinnig geilen Sommelier, den ich echt, glaube ich, nerve mittlerweile mit Fragen und von dem ich wahnsinnig viel lerne. Das Thema ist extrem spannend. Aber in Litern, als echter Frankfurter, ich bin Apfelweintrinker. Das ist schon so, ne? Im Sommer. Ich hänge auch echt gerne in Apfelweinlokalen rum, muss ich dir sagen. Das ist echt für mich so, ne? Grisus und sowas. Ich esse es echt gerne. Cool. Das Ganze, Handkäse mit Musik. Und ja, so ja, das liebe ich. Ich könnte eigentlich so sonntags ist für mich so auch mindestens dann Grisos. Ja. Bämmel dazu, ich finde schon geil leisten. Geil. Mich lebt das echt. Ja, ich habe hier in der in deiner Frankfurt-Liste habe ich ein Lied, das heißt, da heißt der Song Long Island Iced Tea. Ja? Ja. Als nächstes von Jonesmann, dann sind wir gleich wieder zurück. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Frankfurter und Frankfurterinnen. Wir sind wieder zurück, live mit der Sendung Mein Frankfurt. Jeden Samstag von 20 bis 22 Uhr. Heute mit einem richtig schönen, kühlen Binding, Radler, Natur, Trüb. Und was trinkst du? Ich trinke Stöffsche, sauer gespritzt. Sauer gespritzt aus Oberursel, haben wir vorhin gelesen, ja. Yeah. Naja, das gehört ja nicht wirklich zu Frankfurt, ne? Fast, ja, an der Grenze. Naja, gut, mal drücken wir mal ein Auge zu. Ja, Brani ist heute mein Gast für die neu eingeschalteten Zuhörer. Brani ist von der Bristol Bar und vom Chicago Williams, the man behind the scene. Ja, geiles Essen im Dings im Chicago Williams, sehr einzigartig. Finde ich gut auch so, wenn man das so liest, Chicago Williams, denkt man so, oh ja, lass mal einen Burger essen. So, es gibt gar keine Burger. Nee, so, wir machen Sandwiches, Brisket-Sandwiches, Pastrami-Sandwiches, wir haben Fried Chicken, alles geräuchert, alles. Aber diese Barbecue-Geschichte, das ist natürlich so das Hauptthema. Ja, ne? das ist alles Barbecue. Also ist alles geräuchert, kommt nicht aus dem Teller, was nicht auch Blumenkohl oder veganes Barbecue ist, alles einmal geräuchert, dann gegrillt.
Dort ist das Konzept alles sehr, sehr saftig. Also man kann auch wirklich, also muss man auch dazu sagen, weil wir haben natürlich auch ganz viele Leute, die vegan sind und ja, muss man auch respektieren, ist ja auch okay. Voll, voll. Ja, und das kann man bei euch machen. Man kann bei voll, euch voll. Erlebnis gastronomiemäßig mit einer ganz geilen Vibe auch vegan essen. Wichtig ist, maximal viel mit den Händen zu essen. Und wer nicht gekleckert hat, hat geschummelt. Und deswegen gibt es auf jedem Tisch auch eine Zewa-Rolle, wo man sich mumifizieren kann. Ja, ja, geil. Aber das ist wichtig, dass man Spaß dabei hat. Ich liebe Zewa-Rollen, weil das sind die einzigen, die Sinn machen. Diese komischen Servietten, das bringt doch gar nichts. Ja, eben, eben. Und ein Waschbecken haben wir mitten im Raum, wo man zur Not noch hingehen kann. Geil. Wenn man sich das Gesicht voll mit den Rippen gemacht hat. Voll mit Barbecue-Soße. Mainzer Landstraße. Ja, yeah, 167. Genau. 167. Mainzer Landstraße ist im Endeffekt, ja, ihr fahrt dann quasi von der oberen Mainzer runter. Genau, Höhe ist keiner im Plaza. So, das Tor zum Gallus. Genau, das ist vor quasi, der Galluswarte. Genau, zwischen Bahnhof und Galluswarte. Genau, nach dem Skyline Plaza kommt es dann auf der linken Seite. Genau. Im Gecko-Haus. Da steht auch ganz fett vorne Gecko-Haus und unten drunter ist es. Ja, müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken. Man sollte natürlich reservieren, klar, es ist natürlich jetzt besser auch... Besser ist es mittlerweile, besser ist es. Und es ist auch gut so. Zeiten, ne? Wobei ich eigentlich auch keinen wegschicke, irgendwie geht's immer. Und wenn man mal kurz wartet, kriegt man wieder zu. Kurz warten. Aber das ist genau die Antwort, die du hörst von den besten Läden weltweit. Rappelvoll, aber am Ende... aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwo findet man immer einen Stuhl. Wir waren im Ausland in den Top-Läden und die haben uns nicht nach Hause geschickt. Und wenn es eine Bierkiste ist, eine umgedrehte, auf der man sitzt, da war. Ja, gut, eine Bierkiste, eine umgedrehte, die passt ja. Ich will niemanden nach Hause schicken. Aber natürlich besser reservieren. Ja, das finde ich gut. Und dann haben wir natürlich auch dann einen guten Link zu einer Bar, wo man auch Spaß haben kann, tanzen kann, die dann quasi auch in deiner Leitung ist und das ist ja um die Ecke, ne? Ja, voll, voll. Das ist geil, dass ich immer hin und her switchen kann zwischen Bristol Bar und Chicago. 5 Minuten, ja. Und macht echt viel Spaß. Ja, das ist auf der anderen liegenden Seite des Bahnhofsviertel in der Ottostraße. Ludwigstraße, genau. Das Bristol Hotel. Ja, das kennt man ja. Das kennt man ja von früher. Viele Leute kennen vielleicht das Hotel und wissen gar nicht, dass da auch noch eine Bar drin war. Schon immer, ja. Das ist ja immer, muss man einfach immer. Warst du früher auf den Bristol Partys, was haben? Ja, zweimal. Zweimal. Mit hinten so. Ja, ganz Hotel war eine Party. Das ganze Hotel war eine Party. Und das war auch sehr schön, weil das war auch eine alleinstehende Party, fand ich so. Die hat so einen eigenen Flair gehabt. So. Ja, ja, definitiv. Und auch da sind ja, haben sich immer viele Menschen drauf gefreut. Wir hatten die in der Peakzeit so alle 6 Wochen. Es hat angefangen 2003. Und ging auch schon bis vor 3, 4 Jahren haben wir es dann aufgehört, weil wir dann auch mittlerweile haben wir zu viele Läden, die wir dann leer spielen, weißt du so. Ja, klar. Und man muss auch sagen, es ist extrem aufwendig, im Hotel eine Party zu organisieren. Es ist ja quasi eine Off-Location, ne? Es ist ja nicht wie du gehst in eine Bar oder einen Club, da ist alles schon fertig. Ja, sondern du musst die Musikanlage, musst du dir mieten. Ja, ja, alles aufbauen. Du musst alle Möbel wegschleppen, das ist ja normalerweise ein Frühstücksraum oder eine Hotellobby, das kommt ja alles weg, dann das muss Licht installiert werden und aber Musikanlage. Das war echt Wahnsinn. Gut. Und dann nach der Party, das hat ja keiner gesehen, da kam ein ganzer Trupp an Malern, die alle Wände gestrichen haben und da wurde das Parkett wurde irgendwie neu geölt und geschliffen. Das war ja echt? Ein Riesenprozedere, was ja keiner gesehen hat, aber im Endeffekt ist es eine Off-Location. Krass. So sieht. Ja, war schon aufwendig. Krass, die Leute haben immer gedacht, ja geil, Party, lass mal hingehen. Ja. Aber was anderes, in einem fertigen Club zu spielen, ja, nur klar, die Türen aufschließen quasi. Ja, wobei ja ein Club dann natürlich dafür auch ausgestattet voll, ist. Ja, voll. Ja, klar, stimmt, hast recht. Ist ein Hotel, da macht sich keiner Gedanken. Geile Party und geht wieder. Und jeder, der mal eine Party organisiert hat, an einem Ort, wo normalerweise keine Party ist, das ist schon aufwendig. Außer kann, wenn du so einen Rave machst im Park irgendwo, ne? Alleine die Technik immer und alles hinschleppen und jedes Glas hinbringen und jede Flasche Bier hintragen. Oh, das ist schon eine Nummer. Hätte ich ehrlich gesagt kaum noch Bock drauf, irgendwie auf diesen ganzen Aufwand am nächsten Tag. Dann. Ja, hat schon Vorteile, so eine Bar zu haben, wo die Infrastruktur ja, steht. Ja, gehst rein, mach sein Ding und gehst wieder, ja. Ich glaube, das ist dann so, in unserem Alter ist das schon okay so, macht sich schon Spaß. Sag nicht mal unser Alter, du bist ein bisschen älter als ich, hast du, ne? Ja, aber wir sind ja trotzdem in einem Alter, wo man einfach sagen kann, ja, wir sind halt auch jetzt keine 25. Also ich merke auch, mit 25 sind viele Sachen einfacher gegangen. Genau. Und wenn jemand heute zu mir sagt, ja, naja, du bist ja noch jung, so, dann sag ich, ja, du, das schmeichelt mir, aber am Ende sind wir trotzdem keine 25. Voll. Wir können jetzt trotzdem nicht irgendwie, keine Ahnung, das machen. Du weißt selber, ne, wenn du da so 1-2 Tage Vollgas, ja, dann, ne? Wärst du gerne noch mal 25? Nee. Bist du froh, dass so alles vorbei ist und so? Ja, 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 ja.
Ja. Also ich gehöre gar nicht zu den Menschen, die sagen, oh geil, nochmal alles von vorne oder so, um Gottes Willen. Ich freue mich auch zu altern, wenn ich ehrlich. Ja, ja. Also dieses Besondere, das, was wir bekommen im Alter auch, dass wir dann natürlich auch die Erfahrung und dass dann, weißt du, du bist nicht mehr der Brani, mit der, wo du 20 warst oder 21, wo du zu den Jungs gekommen bist. Guck mal, was heute aus dir geworden ist, wie viel du gelernt hast und hin und her. Das hat ja was mit dem Alter zu tun. Ja, weil der Prozess auch geil war, weißt du, das hat ja alles so sein. Das ganze Leben ist ein Prozess, hört ja nie auf. Aber das, was jetzt kommt, ist auch spannend. Ja. Aber was ich die ganze Zeit mal fragen wollte, wo wir die ganze Zeit über Bass geredet haben, war das schon immer so ein Traum von dir oder hat sich das irgendwann entwickelt? Ja, also es hat sich irgendwann mal entwickelt, weil das war dann in der Tat des Legends und bei mir war das so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte, wie du vorhin erzählt hast wir saßen dann da in Berlin und haben gesagt, ey, sowas brauchen wir auch in Frankfurt, ja. So ähnlich, ja. Ich hatte Lust auf ein individuelles, neues Konzept und das war halt diese Dreierkonstellation zwischen Barbershop, Tattoo-Studio und Gastro und das gab's auch vorher noch nie, ja, und das war halt einfach, einfach irgendwie cool, ja, und dann habe ich es halt alleine gestartet und habe dann irgendwann mal das weitergemacht mit Partnern, aber ich habe da voll Bock drauf gehabt und es hat einfach Spaß gemacht und wenn einer jetzt zu mir sagen würde, ja, warum Gastronomie, dann würde ich sagen, ja, was heißt warum Gastronomie, ich habe so mein ganzes Leben lang, wir haben gespielt, wir haben Konzerte gemacht, wir haben Partys geschmissen, wir haben doch immer was damit zu tun gehabt. Drin, ne? Ja, das war doch schon immer drin, wir wussten doch damals auch, wie man eine Party macht, wir haben damals eine Party gemacht, da waren in den 90ern 700, 800, 900 Leute so und wir waren voll jung und wir haben uns immer gedacht, warum kommen denn alle eigentlich? Warum kommen die alle, ja? Aber Gastronomie ist auch so ein Ding, was so eine Hassliebe ist, ne? Ja, auf der einen Seite, also ich könnte mir für mich persönlich nichts anderes vorstellen. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ein junger Mensch zu mir kommen würde und mich fragen würde, was hältst du davon, wenn ich in Gastronomie gehe? Gefühlt würde ich schon immer sagen, so lernen wir was Anständiges. Ja, geh woanders hin, ja, ich weiß, ja. Hast recht. Das ist so Hassliebe, ne? Ja. Also man kann nicht ohne und ich kann mir für mich mein Leben nicht anders vorstellen, aber für meinen Sohn, ich habe keinen Sohn, aber theoretisch gesehen... Wäre schön, wenn sie was anderes machen, alleine, aber ich weiß, was du meinst, deswegen sagst du ja auch Hassliebe, nicht weil du es scheiße findest, sondern weil du dir einfach denkst so, ach komm, ich will doch jetzt nicht, dass mein Sohn auch diese ganze Action da... Ja, also, ist schon Action, Der soll es doch einfacher haben, das meinen wir damit, ja. Das Ding ist ja auch, weißt du, so, aber es ist auch in vielen Jobs, aber es hört ja auch so nie auf, weißt du, der Erfolg, den du gestern hattest, ist ja heute schon wieder krass unwichtig. Mm-mm. Weil wenn der Laden gestern voll war, heißt ja nicht, dass er heute voll ist oder dass er morgen voll sein wird. Und sehr undankbar. Du hast immer so ein bisschen Druck und sowas und dann natürlich kommt dazu Nacht und Alkohol und weißt du, das gehört ja dazu so ein bisschen, ne? Natürlich, ja. Und es ist schon auch was anderes, glaube ich. Ich habe es noch nie gehabt, aber wenn du so einen Job hast, wo du einen Feierabend hast und dann hast du Feierabend. Das ist ja, also in der Gastronomie ja auch unmöglich quasi, ne? Gerade als Selbstständiger. Nee. Gibt ja keinen Feierabend. Nee, wir haben nie Feierabend und du gehst heim und fährst wieder zurück, weil irgendwie irgendwas ist oder es ist immer irgendwas. Voll, aber du liegst ja auch im Bett und dein Kopf rattert und du überlegst dir, ne? Konzepte und was mache ich morgen, was mache ich nächstes Jahr und mittelfristig und. Dafür leben wir. Das ist voll, sehr, ne? Und das ist da haben wir auch die Brücke, ob das jetzt Mucke ist oder Entertainment und so. Das ist eine Welt. Ja. Das ist definitiv eine Welt. Das Einzige, was du machst, wenn du dann nochmal so einen kleinen Schritt länger in die Gastronomie, wie ich das dann gemacht habe, du musst dann halt lernen. Also mit Pistole auf die Brust, du musst halt lernen. Ne? Und, und dann schnappst du dir halt die, von denen du was hältst, ja, du musst halt lernen. Ich hab nicht so viele davon gehabt, ehrlich gesagt. Ich musste irgendwann alles selber lernen. Und aber es ist mittlerweile ganz cool und es macht Spaß und ich bin absolut bei dir bei Hassliebe, weil das ist schon cool. Würdest du zum Beispiel wollen, dass deine Kinder so irgendwann auch einen eigenen Laden haben oder in die Gastronomie gehen? Also ich bin ja sehr offen und ich würde sagen, die sollen das mal machen, wie sie wollen. Ja, ja, ja klar, aber prinzipiell so von deinem... Ich würde mir wünschen, wenn sie nett da sind. Ja, oder wenn sie, keine Ahnung. Weißt du, wir sind ja Frankfurter, ja. Also wenn mein Sohn als Fußballer bei der Eintracht landet und irgendwann mal irgendwie der einläuft, während wir als Opis da. Ja, in der Champions League-Hymne. Ja, Champions League-Hymne. Also ich glaube, das sind alles Kicks, die wären natürlich obergeil, ja. Oder wenn er dann halt einfach auch einen fetten Laden in Frankfurt hat, dann ist es halt so. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, einfacher Geld zu verdienen.
um es mal so. Genau, nehmt euch das, genau diesen Satz bitte aufschreiben, ja, und immer wieder dran denken, was Brani gerade gesagt hat. Es gibt einen Weg, leichter Geld zu verdienen. Ja, du wolltest noch Vega haben, wir spielen Vega. Und featuring Kaspar Montes und dann sind wir gleich wieder zurück. Jawohl. Guten Abend Frankfurt, es ist 21.55 Uhr und wir sind am Ende der Sendung Mein Frankfurt leider angekommen. Voll schade. Ich bräuchte eigentlich so einen Ton, weißt du, wo du so drauf drückst. So. Ich bin gerade warm gelaufen. So ein Upturn. Ja, ja, dann demnächst halt wieder, Brani. Da müssen wir halt beim dem nächsten, da gibt es doch bestimmt irgendwas Neues wieder. So, liebe Zuhörer, nächste Woche Samstag. 20 bis 22 Uhr. Einfach, bin ich einfach wieder da. Du, Brani, einfach reinkommen, ja. Das hatte ich. Das weiß ich, aber du bist. Ja, das hatte ich in der Tat schon gehabt, dass Studiogäste dann bei anderen Studiogästen einfach dazugekommen sind, wo sie dann das mitgekriegt haben: Oh, da komme ich, da habe ich Bock drauf. Den kenne ich ja. Ja, ja, aber da habe ich auch unbedingt einfach machen, wenn du irgendwann mal siehst und sagst so: Ach, was, der ist am Samstag da, da komme ich dazu. Und das war so geil. Das hatte ich so 2-3 Mal gehabt, dass dann Freunde quasi, ne, zusammengekommen sind und der eine gesagt hat, ja, wenn der kommt, da komme ich auch. Und dann habe ich dann quasi ein Doppelgespräch mit denen gehabt. Das war richtig cool. Ja, ja, dann viel Glück mit der Bristol Bar. Ich meine, Bristol Bar an sich gibt es ja schon wie viele Jahre? Oh, 2003. Jetzt? 2003. Wobei es nicht ganz fair ist zu sagen, 2003 haben wir das übernommen, also Micky, Alex, damals die beiden übernommen. Aber die Bristol Bar als solche gibt es schon Fotos aus den 30ern und 40ern. Da war das schon ein Hotel, Bristol Hotel, und da gab es schon eine Bar drin. Das ist ganz alt, gell? Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr altes Haus, wo schon immer Hotel drin war. Aha. Also ich habe auch ein Bild hängen in der Bar. Aber jetzt glaube ich, 1934, glaube ich, ist das. Ach, so ein altes Postkarte. Und da war schon das Bristol Hotel. Also war schon wirklich immer so, kann man sagen. Wer weiß, was da schon abging. Ich will es gar nicht wissen, wenn die erzählen könnten. Ne? Aber was wir jetzt machen und das dann in Frankfurt bekannt geworden ist und auch so quasi... 2003. Also das ist auch dann für dann habt ihr, dann Locals. Dann habt ihr jetzt bald 20-Jähriges. Ja. Ja, 2 Jahre noch und dann feiern wir mal richtig. Dann 20 Jahre? Boah, Alter. Schon Legende, kann man sagen dann, ne? 20 Jahre ist eine Ansage auf jeden Fall. Ja. 10 schafft jeder mal, aber 20? Ja, auch nicht jeder. Also 10 ist auch schon, finde ich, eine geile Zahl. 10 ist aber auch schon hart. Ja, weil es ist ja auch ein schnelllebiges Geschäft, ne? So, klar. Wie wir vorhin geredet haben, es gibt immer wieder neue Trends, was die Meute hinzieht. Wenn sich dann ein Laden, auch in so einer schnelllebigen Stadt wie Frankfurt, über 10, 15 oder 20 Jahre... ist schon gut, gell? Finde ich gut. Ja, aber es ist ja nicht nur in unserem Metier. Also ich habe auch Respekt vor, wenn eine Eisdiele schafft über Jahrzehnte oder, weißt du, ich meine, ein Restaurant oder... Ja, klar. Da musst du schon einiges richtig machen, ne? Ja, eine Eisdiele, muss man ja auch dazu sagen, da gibt es ja Eisdielen, die gibt es so 40 Jahre. So, also und es gibt Eisdielen, die haben bis heute noch eine Schlange davor, weißt du? Aber kann auch ein Currywurstladen sein, wo eine Schlange davor ist, oder es kann die Frau Schreiber in der Kleinmarkthalle sein. Ich gut, glaube, wenn ein Laden es schafft, über Jahrzehnte so viele Menschen anzuziehen, ja, dann machst du verdammt nochmal wahrscheinlich vieles richtig. Aber ich glaube, dann kriegt man das auch nicht tot, oder? Eigentlich. Ich glaube nicht. Ich glaube, es sei denn, es ist sowas wie, da ist irgendwann, vor kurzem ist irgendeine krasse Institution zugemacht worden. Was war denn das nochmal? Stand auch in der Presse überall. Es sei denn, es hat dann irgendeinen Grund aus, was weiß ich, das wird dann abgerissen. Wie damals die Butch Cup zum Beispiel, die ist ja auch einfach abgerissen worden. Ja, so, der musste ja dann irgendwann mal weg. Ja, sonst hätten wir uns natürlich gewünscht, dass die Butch Cup so bleibt, wie sie schon immer war. Ja. Zu viele Erinnerungen am alten Laden. Ja, genau. Und dann fängt ein neuer Laden ja irgendwie schon ein bisschen von neu an, auch wenn es der gleiche Name ist. Aber also diese Patina und diese Erinnerung, von der leben ja auch manche Läden. Ja, solche Läden wie eine Butch Cup natürlich, klar. Aber es gibt natürlich auch andere Läden, die... Oder hier, krasser Name, glaube ich, in Frankfurt ist auch der Jazzkeller, ne? Weil es auch nicht ein Laden, wo ich jetzt viel hingehe oder sowas, aber das ist ja auch eine Legende der Stadt. Ich sag dir ganz ehrlich... 60er Jahre, da gibt es ja Geschichten ohne Ende. Ich sag dir ganz ehrlich, ich war da in meinem ganzen Leben 3 Mal. Ich sag ungefähr. Dir ganz ehrlich, das waren alle 3 Male der absolute Hammer. Und es ist extrem wichtig, dass so Frankfurt auch solche Läden hat, ne? Ja, ja, ja. Und dann die älteren Leute erzählen ja Geschichten von vor Jahrzehnten, was sie da erlebt haben und wer da alles gespielt hat und so weiter. Ja, ja. Also schon abgefahren. Jazzkeller ist eine Legende. Sehr, sehr gutes Beispiel. Aber weißt du, welchen Laden du vielleicht meinst? Eine Legende. Frankfurt hat nämlich vor kurzem geschlossen, das ist die Jimmy's Bar. Ja, die Jimmy's Bar ist ja im Hessischen Hof gewesen. Ja, das stimmt, ja. Aber die habe ich nicht gemeint. Ich habe. Weil die Jimmy's Bar gab es 64 Jahre. Die Jimmy's Bar war sowieso ein Knaller mit dem Hessischen. Legende. Das stimmt, ja. Ich hoffe, dass da irgendwas passiert, aber dass die Bar wieder aufmacht.
Bei Jimmy's Bar. Ja, aber es kann sein, es kann ja sein, dass das Hotel einfach. Ich hoffe, egal wer das irgendwann übernimmt und egal was er macht, aber er muss die Jimmy's Bar wieder beleben. Das ist eine absolute Legende der Stadt. 64 Jahre für eine Bar. Also, 64 Jahre ist hart. 64 Jahre ist hart, auf jeden Fall. Also das muss man ganz ehrlich sagen, das schaffen ja wenig. Ich glaube, das Cookies ist jetzt mittlerweile bei 43 oder so. Echt doch, Alter. Ja, ja, wow. Ist über 40, ja. Die hatten schon 40 Jahre gefeiert, das vor ein paar Jahren irgendwann mal. Wow. Ja. Also das ist schon sehr viel. Also wir haben in Frankfurt nicht viele Läden, die das so lange aushalten. Ich glaube, es gibt kaum irgendwo das so jahrzehntelang Laden. Weil meistens ist ja so, dass irgendwann der Betreiber sagt halt irgendwann, ich bin durch oder ich gehe in Rente oder sonst ja, was. Ja, ja, ja. Und dann ist ja meistens so, dass... Salvatore, 50 Jahre. Ja, das ist auch krass. Aber das ist auch krass. Und immer er. 50 Jahre. Das ist krass. Der wird auch nicht müde, ne? Der ist topfit. Immer noch quirlig und... Der ist topfit. Geiler Gastgeber. Ja, total. 50 Jahre auch, ja. Ich meine, Firmen, ich kenne Firmen, die das haben. So Postmann gibt es schon... Ja, aber es ist ein bisschen was anderes, finde ich. Weißt du, so... Gastronomie so lange schon hat. Aber ich meine, du musst dir überlegen, du bist, wenn wir es jetzt auf den Salvatore beziehen, 50 Jahre, du hast jetzt 20 Jahre auf dem Buckel? Gastronomie 20 Jahre, ja. Dann jetzt überleg dir nochmal 30 Jahre. Dann undenkbar, also ich glaube undenkbar. Ja, ja. Na ja. Vor allen Dingen ist ja so ein Laden. Das finde ich echt so bewundernswert mit einem Laden. Ja, so ja. Immer da zu sein, sein Lebensmittelpunkt. Ja, ist ein Start. Ich bin ja, du kannst ja von einem Laden kannst du ja gut leben, sind wir mal ehrlich. Das geht schon. Definitiv. Die Frage ist, ob das, also ob man irgendwann diese Abwechslung braucht oder nicht. Also ich habe so diesen Wunsch, keine Ahnung, wenn ich 75 bin, ich würde mich voll freuen, wenn ich so ein Café hätte, kleines Restaurant, vielleicht noch eine Bar und dann kann ich so hin und her tingeln, aber habe ich ein bisschen Abwechslung dabei. Das finde ich, glaube ich, ziemlich cool. Am meisten wirst du im Café sitzen. Das wahrscheinlich. Kannst du schon wahrscheinlich. Sagen. Ich bin auch gerne im Café. Ja, du sitzt im Café und unterhältst dich mit deinen Gleichaltrigen oder Gleichgesinnten und Jungs. Und spielst Schach dabei und liest Zeit. Okay. Voll ja, gut. Natürlich, das wäre der volle Traum. Ja, ja, natürlich, aber das schaffst du doch. Da bist du doch auf dem besten Weg. Ja, ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ja, vielen Dank, Kassan, dass ich hier sein durfte. War mir eine große Freude. Cooler, entspannter Talk, ja. Wir sehen uns demnächst öfters hoffentlich. Würde mich und, freuen. Ja, wenn du irgendwelche Neuigkeiten hast oder wenn irgendwelche Aktionen stattfinden. Ich tue dich auf jeden Fall mit dem Chicago Williams auf die Livestream-Liste setzen, dass wir mal vorbeikommen und von sehr dort gerne. Aus einen Livestream machen. Vielen, vielen Dank. Weil ich finde die Location total geil, das ist voll mein Ding. Und so eine schöne große Location auf der Mainzer Landstraße. Hab schon etwas. Jederzeit willkommen. Ja. Und ihr, liebe Zuhörer, geht mal vorbei. Ihr könnt ins Chicago Williams gehen. Chicago Williams könnt ihr euch auch angucken. Da haben wir, was haben wir? Webseite, Instagram, alles. Chicago Williams Barbecue. Mhm. Folgen. Bristol Bar Frankfurt. Folgen. Genau, Bristol Bar folgen, dann seht ihr natürlich auch immer, was da am Programm abgeht, wer donnerstags, freitags, samstags auflegen wird und spezielle Partys und Chicago Williams könnt ihr auch natürlich folgen und auch reservieren und sag mal dieses leckere Barbecue genießen, auch für die veganen Leute. Yeah. Jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Jetzt kannst du noch Leute grüßen. Ja, vielen Dank. Ich grüße natürlich alle, die zugehört haben, mein Gebabbel hier. Danke, dass ich hier sein durfte, lieber Hassan. Ich grüße all meine Family von der Gecko Group ganz herzlich. Ich grüße meine Jungs von AF und ich grüße meinen EFCJ, mit denen ich zum Fußball fahre, die ich sehr, sehr vermisse. Hoffentlich macht das Waldstadion bald wieder richtig auf, sodass wir auch wieder hingehen können. Und schöne Grüße an alle da draußen. Frankfurt bleibt stabil. Jawohl. Und wir hören uns nächsten Samstag wieder von 20 bis 22 Uhr, wenn es heißt Main Frankfurt. Nächsten Samstag muss ich ganz kurz mal auf diese Liste gucken, wenn ich nächsten Samstag hier, weil das wird ja dann wiederum spannend. Ihr wisst ja, wie das ist hier. Nächsten Samstag, okay, Stefan Dabruck. Stefan Dabruck, 23, ne? Stefan Dabruck. Stefan Dabruck ist der Manager von Robin Schulz. Ja, dann hören wir uns nächsten Samstag von 20 bis 22 Uhr. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Besucht uns heute entweder im Noah oder in der Bristol Bar.
Wir sind für euch da, DJs legen auf, ganze Nacht und gute Drinks, gute Atmosphäre, gute Leute. Geht raus, supportet die Gastronomie. Ihr wisst, wir waren lange zu, wir müssen nachholen und wir müssen das Fundament wieder stabilisieren. Deswegen brauchen wir euren Support. Bleibt nicht zu Hause sitzen bringt nicht viel. Das habt ihr ja gemerkt in der Zeit, wo alles zu hatte. Deswegen geht raus, habt Spaß. Brani, vielen, vielen Dank. Danke dir, lieber Hassan. Bis bald wieder. Bis bald. Ja.